30 Folgen. Hammer! 24 Angler. Yes! 4 Gruppen. No Schneider. 3 Zielfische. Alter, wie geil ist das? Ein Hauptgewinn und ein Titel. Der YouTube Predator Cup 2020 wird präsentiert von Abu Garcia, Garmin und LMAB. Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zur letzten und entscheidenden Folge der Gruppe B im YPC 20. Heute ermitteln wir die beiden Gegner von Tobias Equal und Frédéric Julien und die Ausgangslage könnte spannender kaum sein. Herbert Ziais und Jasmin Spingel-Petersen haben ihre 6 Wertungsfische bereits gefangen und liegen vorne. Doch auch Daniel Andriani und Enrico Di Ventura haben noch gute Chancen auf das Erreichen des Viertelfinals. Sala und Julot haben beide kürzlich Fische in beachtlichen Größen gefangen. Sollte das so weitergehen, können natürlich auch sie noch signifikant ins Geschehen eingreifen. Bei Daniel, der noch nicht lange fischt, läuft der Start am zweiten Tag etwas schleppender als am Vortag. Ich habe echt natürlich viel mehr erhofft. Ich bin direkt zu einer sehr, sehr guten Stelle gefahren an Poldergraben, wo vor ein paar Tagen habe ich auf einer ganz kurzen Strecke mehrere Hechte schon gehabt. Auch alle gute Hechte, alle groß, alle über 80. Jetzt nicht mal ein Biss. Sehr enttäuschend. Kann man nicht wirklich ändern. Also ist natürlich jeden Tag anders. Vielleicht hat irgendwas verändert. Es ist ein bisschen weniger Wind heute im Vergleich zum letzten Mal. Aber ansonsten, ehrlich gesagt, sieht genauso trüber aus wie letztes Mal. Alles sieht ähnlich aus. Ich würde jetzt zum anderen Teil der gleichen Poldergraben fahren, also einfach weiter zurück quasi. Würde da so 200 Meter fischen. Und wenn da nicht mal ein Biss kommt, dann ist scheiße. Dann muss ich mir überlegen, zum komplett anderen Poldergraben zu fahren. Ich habe schon mehrere natürlich parat heute und ja, da muss ich hoffen, dass da was geht. Immerhin ist nicht viel Zeug. Die mir gesehen hat in der ersten YouTube Predator Cup, wenn ich zu diesem Poldergraben geschleppt worden bin mit Tobi, ich wusste gar nicht, auf was mich zukommt. Da bin ich mit 2 oder 3 Routen gelaufen, riesen Köderbox, Kescher und ich war so im Schwitzen, es war wirklich die Hölle. Also wenn man Poldergraben angeht, also eigentlich mehr als das braucht man nicht tatsächlich. Nächster Fisch für heute, auch wieder nur ein kleiner Hecht. Denk mal, dass die Großen vielleicht später noch mal Lust haben. Ich hoffe, die Sonne kommt noch mal ein bisschen raus und jetzt wollen wir den erstmal vermessen. Ja, ist keine Verbesserung. 66 sind es dann. 66. Sehr geil. Noch ein bisschen an der Größe arbeiten heute. Das Problem hatte ich gestern Morgen auch, aber da geht noch was. Keine Verbesserung für Jasmin, doch immerhin beißen die Fische nach wie vor. Bei Daniels Holder sieht das bisher anders aus. Oh, fuck. Da kam es hinterher. Hast du gesehen? Riesenteil. Riesenteil. Fuck! Genau so eine Hecht habe ich mehrere gesehen, auf einem ganz, ganz kurzen Bereich. Genau so ein Ding. Also Leute, die Hechte sind da.
Es ist voll hier eigentlich mit Hecht. Das Problem ist, dass vor ein paar Tagen haben die nicht geleicht und jetzt sind die am Leichen. Man hat gerade zwei Menschen gesehen auf ein fetter Weibchen. Vielleicht war sogar drei Menschen, ich könnte es nicht genau ausmachen, aber war schon ein paar kleine Hechte auf jeden Fall und ein riesen Mutti. Die interessieren sich null für die Körde dann. So, muss man hoffen, dass wir jetzt hinfahren, dass die Hechte dann nicht am Leichen, noch nicht am Leichen sind. Aber ich denke, es lohnt sich auf jeden Fall da zu probieren. Ich würde fast sagen, Spotwechsel. On est donc ici un petit peu plus à l'abri du vent sur un spot connu pour ses perches. Alors c'est pas des monstres mais au moins ça fera des poissons. On va essayer au moins de s'amuser. Donc on va essayer d'attraper quelques petites perches ici en drop shot le long des quais. C'est pas mal occupé par des gens qui pêchent le gardon, il y en a qui le pêchent à la mouche, c'est assez bizarre. Donc ça me rappelle un peu l'ambiance area. Mais voilà, on va essayer de faire une ou deux perches ici. Et de s'amuser et peut-être qu'on retournera sur les spots à cendres quand le vent se sera calmé, si jamais il se calme. Donc là je finalise mon petit montage drop shot et puis on va essayer de faire quelques perches. Ja Freunde, die Zeit rennt einfach. Wir haben Halbzeit, kann man sagen. Ich bin 4 Stunden unterwegs. 2 Fische, viele Fehlbisse, ein guter Barsch. Ja, mittlerer Zander, 53 glaube ich hatte er gehabt. Ja, was machen wir denn jetzt? Oder was soll ich jetzt machen? Der Wind hat zugenommen. Ich glaube an diese Stelle auf jeden Fall. Und wenn es knallt, sind gute Fische. Also ist immer so halt. Also Fische, die flach stehen, sind meistens gute Fische. Ja, also man ist am Angeln und der Kopf arbeitet. Also Planschmieden quasi. Ja, bin ich gespannt, ob das jetzt funktioniert. So, Spotwechsel ist erfolgt. Jetzt sind wir hier in einem ganz kleinen Hafen und dann werde ich mal schauen, ob ich da vielleicht noch den großen Hecht, den ich mir sehr wünsche, ans Band bekommen kann. Ich komm. Petite perche, en drop shot, un petit peu plus grosse. Elle doit faire les 22. Donc on va vérifier, c'est vraiment des petits poissons hein, pour rentrer des points, hein. c'est pas le plus fun. Ça me rappelle un peu mes pêches, j'ai plus l'habitude de pêcher léger. Oh, ça va être difficile de mouiller la toise, on va faire vite. 24. 24er Barsch, 48 Punkte für Julon. Und weg. Fuck, fuck. Was ist los heute? Warum hängen die nicht? So, der Spot, den wir jetzt fischen, ist in Hellefort-Lewis. Also viele kennen das vom WPC. Hier wird das Streetfishing-Event, findet das Streetfishing-Event immer statt. Ich kann sagen zum Streetfishing, ich habe mitgemacht, ich glaube vor 5 Jahren bei dem Streetfishing-Event und da kam genau ein Hecht raus in diesem Rahmen, ja. Aber ich habe mit Leuten gesprochen, die hier wohnen und eigentlich ist es ja eine sehr gute Strecke für Hecht,
Natürlich bei der WPC sind 120 Teilnehmer, die ja hier die ganze Zeit feuertagelang trainieren. Da sind die Hechte ein bisschen zickig. Ich hoffe, die sind nicht hier am Leichen und dann würden wir die Chance haben, auf einen guten Hecht zu fangen. Hier sind auch sehr große Hechte hier drin. Les gens ici sont hyper sympas. Il a vu que je galérais un petit peu à prendre du poisson. Donc en fait, le monsieur qui est là-bas, il m'a laissé tout simplement sa place. Puisqu'il m'a dit non, non, les perches, elles sont dessous. Donc c'est là où j'ai attrapé la première qui compte. Donc il m'a carrément laissé sa place pour que je puisse moi-même aller pêcher. Donc on va essayer d'en profiter. On va continuer un petit montage drop shot avec une mini créature avec un petit peu d'attractant dessus. Et on va essayer de faire encore un ou deux petits poissons qui puissent compter. Mais vraiment, tout ça pour dire que les gens ici sont très sympas. En France, je me serais fait tirer dessus au moins 4 fois. Mais bon, voilà, c'est une mentalité différente et c'est appréciable. Also these I fish with, those are even bigger. Yeah. What do you want? Green? No, no, I'm not a green fan. Is this okay? Alaskan Shiner is called. Yeah, yeah. Arkansas Shiner. Arkansas Shiner. Yeah. That's very good. Yeah, yeah, I know those rules quite well. Thank you so much. I hope you catch one. I need one. Ja, Leute, was ich ja mag an den Holländern ist, die sind total entspannt und auch echt cool. Der Typ hat mir jetzt ein paar Tipps gegeben, wie er hier normalerweise fischt. Der fischt nämlich nur hier. Tja, für mich ist es tatsächlich, also er hat schon einen gefangen, 65er, also schönes Tier, könnte ich gut gebrauchen. Ich krieg die Krätze, es ist unglaublich. Also es sind zwar viele Leute hier am Angeln, aber er hat einen gefangen und da hinten derjenige, der da hinten noch angelt hinter mir, so ein anderer, der hat auch schon einen gefangen. Nur ich habe noch keinen gefangen. Mal gucken, vielleicht kommt er. Ja Leute, man muss gucken, wie man ans Wasser kommt, weil meine Spots sind gerade besetzt. Also zwei Boote, vier Billyboote oder zwei Billyboote und Uferangler. Tja, Zeitverlust, was will man machen? Wir parken in Wohem, wir laufen, müssen mal über die zwei Tore laufen. Und dann sind wir da, dann fischen wir da. Also Leute, wo ich gesehen habe, dass ich am Wochenende fische, habe ich mir gedacht, oh, das kann nicht einfach werden. Klar, am Wochenende sind verdammt viele Angler unterwegs, was schön ist an sich, aber die Spots sind halt besetzt. Yeah, in the store, on the corner of my road. I should've took the boat. Yeah, I could've took the boat. Yeah, I'll be in a fuss. All my friends going up. Yeah, who's the real plug now? I guess that might be us now. Yeah. Always on the road, I never home. Got a couple bands on my own. Da steht 100 Pro auch Hecht. Fisch. Ne. Stock. Ich glaube, ich habe einen Biss gehabt. Ich glaube. Ja, ich bin jetzt da vorgegangen, da hat er so, gefällt mir vom Charakter her besser, sind am Ufer lauter große Steine und dann geht es runter auf 3 Meter sowas. Und jetzt könnte ich einen Biss gehabt haben, aber sicher, ganz sicher bin ich mir nicht, aber eher schon wie nicht. Ja, ich bin jetzt nochmal wieder zurück an den Spot von heute Morgen. Der zweite Spot hat irgendwie nicht so gut funktioniert, nachdem ich da einen Fisch verloren habe. Ist wirklich nur kurz drauf gegangen, hing kurz und war weg, trotz Dinger und allem drum und dran. Ich erhoffe mir jetzt tatsächlich noch, dass ich hier irgendwie zumindest einen 80er, 90er Hecht fangen kann. Wenn es nicht funktioniert, ist es so, dass es eben Angeln. Aber ich habe noch ein bisschen Zeit, irgendwie so 2,5 Stunden, glaube ich. Und ich hoffe, das klappt. Ich hoffe es wirklich, weil ich bin echt gespannt. Ich weiß nicht, was da gerade gefangen wird von den anderen. Und ja. Mal schauen, wir werden es heute Abend sehen. Ja, der Vorteil hier mit zwei Doppelschwanz hinten
Doppelschwanz-Twister, dass er sehr langsam, also man kann den sehr langsam führen. Das geht super. Und übrigens habe ich damit die Weltmeisterschaft in Schweden gewonnen. 6 Angler rechts und links in eine Bucht. Keiner fängt, der Köder fängt. Ja, so nett wie ich bin, ich habe den Köder, nachdem ich viele Hechte gefangen habe, an 2 Kollegen gegeben. Sofort haben die gefangen. Das ist unglaublich. Sie ist weiterhin bevölkt. Immerhin kein Regen. Das ist schon mal ganz gut. Ich habe auf jeden Fall keine gute Erfahrung mit Regen und Angeln. Da find ich, wie siehst du das? Ja, wie seht ihr das denn? Also ich fange im Regen gar nichts. So gucken, wenn die Brasselleichen, die haben... Oh, da war der Biss. Shit. Erster Wurf. Das war kein Boden, das war kein Stein, das war ein richtiger Biss. Fast ähnlich wie ein Zanderbiss. Aber gar nicht weit. Das war hart, also das, der hat schon, der ist irgendwo am Metall gekommen. Das war nicht weich, der Biss, das war schon, du merkst das irgendwie Zähne gegen Blei vorne oder irgend sowas. Perche juste piqué, c'est vraiment minuscule, hein. On vient pas en Hollande pour ça en général, mais bon, dans mon cas on cherche les points, c'est mieux pour le poisson. Yep, just stay it. Ok, une petite perche, voilà, on va dire une taille julot. Voilà, j'ai plus l'habitude de ces poissons là, donc ça fait toujours plaisir. Yep. Ah, une jolie petite perche. Un petit peu plus grosse que la dernière, je crois. Elle ressemble à la première qu'on a attrapée. Ça doit faire 24-25 ça maximum. Yeah, I think it's... Und weiter geht's. Der dritte kleine Barsch für Julon. Er liegt in der Wertung jetzt wieder deutlich vor Sun. Doch nicht nur er hat Fischkontakt. Ist das ein Barsch, Leute? Ist das ein Barsch, Leute? Ohne Mist, ein Barsch. Nee, ein Brasse. Das sah wie ein Barsch aus. Eine Brasse. Boah. Schade, hätte ich euch gerne einen 50er Barsch gezeigt. Aber ist gut, das tut gut. Ein bisschen Adrenalin. Ja, also Brassen sind am Platz, nur die Hechte wollen nicht. Also wenn das keine kapitale Brasse, dann weiß ich auch nicht. Die hat so ein Maul wie ein Karpfen. Ich weiß gar nicht, wie man sie festhalten soll. Ich habe aber auch früher auf Brassen, aber sehr, sehr viel, sehr lange her. So, lassen wir die mal ganz schnell frei. Komm, schwimm weg. Ich mache die letzten Würfe hier und springe wieder doch rüber. Beziehungsweise fische ich wieder auf Zander.
Weil wenn Hecht oder Hecht aktiv wären, hätte ich schon links eins. Und es ist gar nichts passiert. So Leute, da gibt es eine Brücke her. Ich würde natürlich einen letzten Wurf an der Brücke machen, was immer eine gute Stelle sein kann. Aber ich habe jetzt, ich wechsle zu Plan B. Man muss natürlich mehrere Pläne haben in so einem Turnier. Plan A funktioniert leider nicht. Es scheint in dieser Poldergraben hier, dass die Hechte am Leichen sind, oder nicht hier, aber generell, dass die Poldergrabenanglerei, zumindest hier in der Area, in der Region, knallt nicht so sehr. Es hängt sehr, sehr viel, glaube ich, von Temperatur ab, von Tiefe, vom Wasser, von der Poldergraben und so weiter. Alle diese Poldergräben, die ich zurzeit bis jetzt geangelt habe, sind alle eingeschlossene Poldergräben. Und ich denke tatsächlich, dass die Temperatur relativ ähnlich sind. Auch von der Tiefe her sind die auch relativ ähnlich. Also so, ich würde sagen, so vielleicht 80 cm Tiefe haben die im tiefsten Stellen. Deswegen, das hat nicht funktioniert. Ich habe gehofft, dass wir kriegen mehrere gute Pikes her. Mehrere tatsächlich. Neuer Plan. Ich habe einen anderen Poldergraben, der ist angeschlossen zu einem sehr großes Gewässer. Da würden wir jetzt hinfahren. Da kann man mit Chatterbaits Hechte fangen. Ich habe auch im Training Hechte da gefangen. Da habt ihr das auch im Training gesehen. Da würden wir jetzt hinfahren. Würden wir versuchen, da einen Hecht zu fangen. Vielleicht zwei. Erstmal einen. Und dann von dort aus ist es nicht so weit zu einer sehr guten Zanderstelle, wo man auch die Möglichkeit hat, natürlich große Zanders zu fangen. Am Ende, ich muss einfach ein bisschen rechnen, was am meisten Sinn macht, aber es sieht nicht so aus, als ob man hier irgendwie drei oder vier große Hechte heute fangen wird bei dieser Poldergrabenanglerei. Und deswegen würden wir jetzt leicht das Plan ändern. So super exciting new this year for Berkeley is the Berkeley Pulse Spintail. It's a tail spinner kind of lure, metal lure, and it's perfect for pike, perch and zander fishing. It has a big spinner blade on the tail, but also a smaller blade attached to it. The small spinner blade gets like forced behind the big spinner blades and creates a lot of extra vibrations and a lot of extra movement in the whole body. And that's super killing for the perch fishing. Comes in four different sizes, the 5 gram, the 9 gram, 14 gram and 21 gram. It's equipped with a Fusion 19 hook, 8 different colors, so go check them out. Fisch, aber Brasse vielleicht. Fisch, aber Brasse, glaube ich. Aber wieder die Brasse. Ich glaube die Brasse wieder. Also wenn ich heute keinen Brassenkönig lerne, weiß ich auch nicht. Kleiner Hecht. Kleiner Hecht, Leute, was ist das denn? Komm, jetzt bleib dran. Alles gut. Und von wegen Brasse, Leute. Von wegen Brasse. Von wegen Brasse. Der hat gar nichts gemacht. Also Fischart Nummer 3. So, schnell, die Zeit läuft. Ich habe nicht mehr viel Zeit. Ein kleiner Hecht ist besser als gar kein Hecht. Und ich hatte bis jetzt keine Hechte. Der ist ein bisschen zappelig, der Kleine. Und der hat... Na bitte, keine Brasse, sondern ein schöner Hecht.
Salah holt sich Platz 5 von Julot zurück. Also Leute, ich merke es gerade an meiner Köderführung. Ich bin auf einmal viel schneller unterwegs. Anscheinend liegt das an der Nervosität, weil 15 Minuten hätte ich noch Zeit. Das ist verdammt wenig. Aber auch nicht unmöglich. Also drei gute Fische in 15... Ah, nein, das war ein Hänger. Das war nur ein Hänger. Ich fische lieber weiter. Die Zeit läuft. Also die letzten 10 Minuten sind jetzt angebrochen und ich habe jetzt 6 Stunden auf Hecht gefischt. Und ich konnte eigentlich gar nicht glauben, dass ich keinen Hecht mehr gefangen habe. Vielleicht habe ich einen Kontakt gehabt gleich am Anfang, aber eigentlich ganz schön bitter, weil man weiß ja nicht, wie weit das man steht und so. Im Endeffekt habe ich eigentlich nicht schlecht gefangen, ob es aber dann wirklich reicht für den ersten oder zweiten Platz. Keine Ahnung, wir haben keine Informationen, das werden uns erst heute auf die Nacht gesagt. Ja, jetzt heißt es püppern, ob es reicht oder nicht. So, das funktioniert irgendwie überhaupt nicht so, wie ich mir das eigentlich vorstelle heute. Die Hechte sind da und sie beißen auch, aber das ist überhaupt nicht die Größe, die ich eigentlich in den letzten Wochen auch gehabt habe. Ich hatte mir die beiden Stellen fest eingeplant, extra dafür. Hab jetzt nochmal ein bisschen nachgedacht und werde jetzt nochmal an eine ganz andere Stelle fahren. Ich fahre jetzt eine halbe Stunde. Das ist extrem riskant, was ich hier mache, weil ich da lange nicht gefischt habe. Und auch nicht weiß, wie es gerade funktioniert, aber ich habe dort schon große Hechte gefangen und werde da jetzt nochmal hinfahren und hoffen, dass ich da jetzt noch den gewünschten Fisch bekomme. Zander. Kein großer, aber ein Zander. Exakt 50. Sehr gut, weitermachen. Enrico ist wieder voll in der Partie. Endlich fängt er den lang ersehnten Zander. Plötzlich reicht ihm ein guter Fisch, zum Beispiel ein 74er Zander, zum Weiterkommen. Doch auch zwei N50er würden ihn an Jasmin vorbeiziehen lassen. Er hat noch eine knappe Stunde Zeit. Mann, ist das spannend. Die letzten 20 Minuten für mich sind angebrochen. Mir bleibt eigentlich nichts anderes übrig, als diesen Platz jetzt auszufischen, was ich eigentlich schon seit 7 Stunden und 40 Minuten tue. Und ich habe jetzt vor 5-6 Minuten meinen ersten Zander gefangen heute. Das macht einen richtig mürbe, wenn man den ganzen Tag hier steht. Der kalte Wind peitscht einem ins Gesicht und auf die Hände. Man kann gar nicht richtig fischen, eigentlich nur faulenzen. Weil alles andere, wenn man die Rutenspitze ein bisschen höher nimmt, fängt der Wind sofort ab. Man hat keine richtigen Absenkphasen. Ich bin jetzt trotzdem ein bisschen runtergegangen. Bei Seitenwind geht das immer ganz gut. Auf 10 Gramm. Ich fische nach wie vor jetzt hier den 9 cm Headlight, den Chattis in 9 cm. Und ich versuche mich jetzt nochmal 17, 18 Minuten Vollgas zu konzentrieren. Und diese Fläche, wo ich jetzt den Fisch hatte, immer so ein Stück rauf und ein Stück runter mal konsequent abzufischen. Immer 3-4 Schritte vor, 3-4 Schritte zurück. Bei dem Seitenwind muss man halt überlegen, wie man wirft, weil der Seitenwind auch zur Folge hat, dass der Kanal hier eine Strömung bekommt und die dann dadurch auch stärker wird und die Schnur auch weiter transportiert wird auf der Wasseroberfläche. Deswegen werfe ich immer ein Stück aufwärts, also nicht geradeaus, sondern ein Stück aufwärts, wie im Fluss eigentlich auch. Und dann habe ich irgendwann, dadurch, dass ich diese Strömung habe und den Schnurbogen zusätzlich, dann eine gerade Bahn. Also ich fange da hinten an zu jiggen bzw. zu faulenzen und komme dann hier vorne bei mir gerade raus. Das probiere ich jetzt nochmal. Drückt mir die Daumen, dass es noch klappt für einen weiteren Zander. Optimalerweise vielleicht ein bisschen größer als der letzte. Es wäre zu ärgerlich, wenn es wieder nicht klappen würde. Deswegen Daumen drücken. Auf alle Fälle war was. Ich weiß aber nicht, ob der Biss war. Bestimmt sogar.
Jetzt in den letzten Minuten habe ich gerade noch einen Kontakt gehabt. Nein, 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 nein. Ah, richtig neidruckt. Nein, 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 das gibt's doch nicht. Leute, was für ein Hammerbiss. Der ging durch. Also der war richtig gut, der war richtig gut. Also den zusammengefaltet, bis nicht mehr geht. Mit Stinger, aber der hat den so zusammengefaltet, da bleibt kein Haken hängen. Mann, zum Glück kann man meine Herzschläge nicht hören. Ich glaube, ich bin schon bei 180 Schläge die Minute. Ja, im Eifer des Gefechts habe ich mich jetzt natürlich auch noch verfahren. Und das kostet mich nochmal 5 Minuten. Das beunruhigt mich gerade eigentlich total, aber ach, was soll's. Was hast du gehabt? Nein, es ist ein Zander. Oh, es ist ein Zander, es ist ein Zander, es ist ein Zander. Es ist ein Zander, es ist ein Zander. Es ist ein Zander, es ist. Oh, es ist ein Zander. Es ist ein Zander, es ist ein Zander. Ja! Es ist ein Zander! Oh. Ich dachte, es ist eine gehackte Brosse. Es ist ein Zander! Ja. Siebzig. Leute, ein 70er Zander. Wenn ich jetzt noch einen kriege, wenn wir jetzt eine Beißphase erwischen und ich kriege noch einen, der größer ist als der 50er. Oh. Oh, Leute, ich drehe durch. Ich drehe noch durch. Angeln, das ist echt. Das macht mich fix und fertig, der Scheiß. Traumfisch, dazu könnte es knapper kaum sein. Enrico kriegt 91 Punkte für diesen Zander und liegt mit 3,8 Punkten hauchdünn hinter Jasmin auf Platz 2. Dass er den 50er Zander verbessern muss, ist Quatsch. Sein punktschlechtester Wertungsfisch ist nach wie vor ein 48er Hecht. Daher reicht Enrico jeder maßige Zander für eine Verbesserung und, was Enrico natürlich nicht wissen kann, auch für Platz 2. 30 Minuten bleiben für einen 42er Zander, einen 52er Hecht oder einen 26er Barsch. Vorausgesetzt, Jasmin verbessert sich nicht mehr. So, ich bin jetzt angekommen. Die Anspannung steigt. Ich habe noch genau eine Stunde Zeit ungefähr. Und werde jetzt hier nochmal auf Hecht probieren. Die Stelle hat schon mal richtig gute Hechte geliefert. Das ist jetzt ein bisschen riskant, sage ich mal, aber ich habe wahrscheinlich dann auch noch die Chance auf einen guten Fisch. Entweder kommt er oder er kommt nicht. Schauen wir mal, mehr weiß ich in der Stunde. So, das war der letzte Wurf. Leider hat es nicht mehr geklappt, aber jetzt geht es los mit Hoffen und Bangen. Naja. Ja, letzter Wurf ist auf jeden Fall große Ehre für mich. YouTube Predator Cup 2020 ist für mich zumindest Feierabend hier. Ich denke mal, ich habe da keine große Chance weiterzukommen. Von heute haben wir die in der Gruppe nicht die Ergebnisse gesehen und auch nicht bekommen. Das bleibt relativ geheim bis heute Abend. Das erfahren wir dann später. Dann gibt es quasi für die Gruppensiegerehrung. Egal wer da gerockt hat, ich freue mich für jeden. Alle sind fair, alle sind super drauf. Und das Ganze drumherum war echt mega. Ja, auf jeden Fall vielen Dank für's Zuschauen und bis demnächst.
Herbert und Salah kehren im Ungewissen zur Unterkunft zurück. Doch noch nicht bei allen ist Feierabend. Gut gestartet, gut nachgelassen. Jetzt wird man sehen, ob man wieder ein finales Sprint anlegen kann. Langsam braucht man schon so einen Finalsprint. Wo es losging, heute Morgen, bevor mein erster Wurf, habe ich echt Gedanken gemacht, ob ich so richtige Kescher dabei habe, ob der groß genug ist. Mittlerweile wirkt es echt ganz lange her, diese Hoffnung. So, wo sind meine Hechte? Hier sind die. 12 Minuten Fahrt. Immer noch. Da kommt jetzt noch das Ding da drauf. Ich überlege gerade. Wurde ich den einen Stinger von vorhin hingepackt? Bin gerade ein bisschen zerstreut. Ist gerade echt ein bisschen doof. Vor allem, wenn das nicht so klappt, wie man sich das vorstellt. Da macht mir ausgerechnet mein Lieblingsfisch, der Hecht, noch so einen Ärger. Ist unglaublich. Elle a complètement coffré finesse filet. Ouf. 23. Une petite perche qui s'est fait prendre en drop shot avec un petit finesse filet. Vraiment très 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 souple. Et du coup, à l'aspiration, elle l'a complètement coffré quoi. Incroyable. Elle le voulait, ce leurre, elle l'a eu. Noch ein Barsch für Julo, der nun immerhin 5 Fische in der Wertung hat. Nach dem Fisch fasst er einen neuen Plan. Donc, il me reste une heure de pêche, donc je vais revenir sur le spot que je voulais pêcher ce matin très tôt où il y avait déjà Salah dessus. Donc on va essayer de faire du cendre pour terminer puisque j'ai fait quelques petites perches qui comptent. J'ai pas réussi à augmenter la taille. Donc on va essayer de faire un joli cendre dans l'heure qui me reste. C'est pas gagné, bien que le vent se soit légèrement tassé, j'ai l'impression, on verra sur place. Mais bon, voilà, ça va pas être facile encore une fois, mais je vais tout donner dans la dernière heure pour essayer d'attraper un joli cendre. C'est parti. So Leute, ich folge jetzt hier der Karte. Ich wusste, ich musste über die Brücke rüber. Und ich wusste nicht, dass die Brücke heißt, dass man muss eine Fähre nehmen. Aber das muss man tatsächlich machen. Hi, how much does it cost? 260, please. Damit habe ich echt nicht gerechnet. Immerhin kommt man jetzt so schneller über das Ding. Also wir haben richtig Zeit gerade gespart. Auf meiner Karte stand 36 Minuten erstmal, dass wir fahren müssten. Wir fahren nur seit 5 Minuten und jetzt steht es nur 9. Aber wir haben richtig Zeit irgendwie gerade gespart. Das war riesen Glück. Also Glück, Unglück, weiß ich. Auf jeden Fall wilde Fahrt, ja. Ich hoffe aber, dass die Fähre fährt gleich los. Jetzt fährt der nächste rauf auf der Fähre her. Mann, oh Mann, ich hoffe, dass... Ich weiß natürlich nicht, ob das, sage ich mal, regelmäßige Zeiten fährt. Ob man jetzt 10 Minuten Zeit hat, jetzt zum Überlegen, wie über den nächsten Wurf. Ich hoffe nicht. Die letzten 10 Minuten haben jetzt angefangen. Bisher funktioniert es eigentlich überhaupt nicht, was ich mir so vorgestellt habe heute. Obwohl es einfach in den vergangenen Wochen so gut lief und ich so sicher war, dass ich meine Hechte hier voll machen könnte,
Es war leider auch schon zu spät, um nochmal auf Zanderjagd zu gehen, also musste dieser Hafen nun her. Ich hoffe, dass in den letzten 10 Minuten noch was geht. Ich bin noch ein wenig zuversichtlich. Und wenn nicht, dann ist es eben so. Dann habe ich trotzdem geile Fische gefangen und vor allem gestern und heute sowieso auch ein paar Hechte daraus bekommen. Das war letztendlich der Zielfisch und den habe ich auch bekommen. So Leute, es ist jetzt Halbzeit. Genau Halbzeit haben wir. Die erste Hälfte des Tages, habt ihr gesehen, hat echt extrem beschissen gelaufen für mich. Mein Plan, einen Hecht zu fangen, mehrere Hechte zu fangen in den Poldern, hat einfach absolut überhaupt nicht funktioniert. Man kann viele Sachen finden, woran es gelegen könnte, aber am Ende habe ich es einfach nicht hingekriegt, letztendlich. Und jetzt bin ich ja an meinem nächsten Hechtspot, die absolut gar nicht liefert. Im Training hat es echt ein paar Minuten gedauert, hat man schon ein paar Hechte drauf. Also es ist the story of the day bis jetzt. Ich kenne natürlich ein, zwei ganz bekannte Spots, die in der Gegend sind, wo man stehen kann und einfach werfen mehrere Stunden lang. Das ist ein Zanderspot, wo man gute Zander fangen kann und natürlich kann man immer einen guten Hecht oder Barsch da fangen. Gibt es immer wieder. Ich dachte eigentlich, sage ich mal so, diese gezielt auf Hecht in einen Polder graben wäre das beste Weg, ein Hecht zu erwischen. Aber heute nicht anscheinend, bei mir zumindest. Das ist jetzt meine letzte Option noch. Dieser hier. Die kleinere Variante davon fische ich sehr gerne, hat schon Hechte, Barsche gebracht. Das ist jetzt für die letzten 5 Minuten, vielleicht noch 7 Minuten, die allerletzte Chance, die ich habe, um vielleicht etwas aufmerksam auf mich zu machen und vielleicht noch irgendwo einen Hecht zu finden, der rumsteht und Bock hat. Ich muss weitermachen. Letzte Stunde für Julot. Was machen Daniel, Enrico und Jasmin? Ja, das war jetzt mein letzter Wurf. Ich habe immer noch ein bisschen Hoffnung, aber ich glaube, da kommt nichts mehr. Okay, ich höre schon den Wecker. Die Zeit ist um. Wenn jetzt nichts mehr kommt, dann habe ich heute tatsächlich nicht meinen großen Hecht gefangen, den ich mir eigentlich so doll gewünscht hatte. Aber ist nicht schlimm. Es war eine mega geile Erfahrung und gestern war einfach ein super geiler Tag. Ich habe gestern so geile Fische gefangen und das macht einfach alles wett. Jetzt bin ich gespannt, ob das gereicht hat. Heute Abend bekomme ich quasi die Ergebnisse und ich hoffe, dass die Punkte von gestern und die Fische von gestern so viel gebracht haben, dass ich eine Runde weiter bin. Ich würde mich echt freuen. Es wäre richtig geil. Hat mega viel Spaß gemacht. Es war anstrengend, aber es hat mega viel Spaß gemacht. So Leute, bin kräftig am Suchen hier, wo es am besten hingehen soll. Ein Pole probieren wir noch, Leute. Was soll ich machen? Was soll ich machen? Ich kann an einem großen Gewässer und auf einen Spot fahren, wo es große Zander gibt, große Barsche, große alles. Aber es ist auf jeden Fall absolute random Glück, ob man einen Hecht fängt da oder nicht. Diese Polderanglerei ist schon deutlich mehr gezielt auf die Hechte. Und ich brauche einfach einen Hecht für die Wertung. Ich will schon die ganze 6 Fische voll machen. Das war auch, ehrlich gesagt, auf alle Fälle sehr möglich. Jetzt über die 2 Tage. Gestern war ich so relaxed über heute, so sicher, dass ich bin gar nicht mal zu irgendeinem Hecht. Ich habe auch gute Hechtstellen in einer anderen Zone gehabt. Da bin ich nicht mal hingefahren. Aber ja, es ist Wahnsinn. Der Wurm ist echt drin gerade.
petit poisson, je pense qu'il... Je sais même pas s'il fait 42. Et voilà, il a coffré. Et il a piqué juste sur le bord. C'était vraiment piqué fin. Le petit Kofi LMAB, superbe. Super, un deuxième petit cendre, 49, donc ça fait des points aussi, c'est cool. Donc, hop, je vais essayer de vous montrer avec quoi je l'ai pris sans tomber. Hop, donc, avec un Kofi Roach. Voilà, un petit leurre souple, assez mobile, coloris assez voyant, puisqu'on est sur des teintes, on est sur un, sol, un ciel, je vais y arriver à le dire, un ciel assez sombre, une eau assez teintée, donc j'ai choisi un coloris assez flashy. J'ai même pas mis de triple voleur sur l'arrière du leurre pour garder sa souplesse et sa mobilité. Et de toute façon, le cendre l'a vraiment engamé, puisqu'il était piqué avec l'hameçon ici, juste au bout de la gueule. Donc ça veut dire qu'il avait, il avait engamé le reste du leurre. Donc il n'a pas hésité à le prendre. Donc ça, c'est cool. Julos zweiter Tag läuft wirklich nicht schlecht. Der 49er Zander bringt nochmal 63,7 Punkte und ein kleiner Barsch fliegt aus der Wertung. Genau so einen Zander bräuchte Enrico zum Weiterkommen. Er ist bei seinem letzten Wurf. So Leute, das war der letzte Wurf für diese Runde des YPC 2020 für mich, Enrico Di Ventura. Also, ich weiß gar nicht so richtig, wo ich das Ganze heute hier einordnen soll. Man hat es mal wieder gesehen, Angeln ist so unberechenbar. Auch Fische und Spots sind so unberechenbar. Also, ich glaube, ich habe in den letzten 25 Minuten dann doch noch diese beiden Zander zusammengekrepelt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich freue mich natürlich riesig, aber ich kann meine Emotionen noch gar nicht so richtig rauslassen. Erstens natürlich, weil ich überhaupt nicht weiß, wofür es am Ende reicht oder halt nicht reicht. Andererseits aber auch, weil das so ein harter, anstrengender, mürbemachender Tag war heute. Ich habe gefühlt hier, also nicht nur gefühlt, ich habe hier 7,5 Stunden geworfen ohne wirklichen Fischkontakt. Mit Seitenwind, mit sehr viel Aufregung in mir, mit ein, zwei Abrissen. Also es schien tatsächlich bis so eine halbe Stunde vor Schluss oder bis der erste Fisch kam, schien es tatsächlich eine Katastrophe zu werden. Aber wie gesagt, das ist Angeln. Dann weiß man einfach, dass jeder einzelne Wurf zählen kann, einen Unterschied machen kann. Gerade auch, muss man natürlich dabei sagen, das ist noch Glück, dass ich hier einen Hecht fange. Wenn ich nicht mehr dabei sein sollte, dann schaltet trotzdem ein. Es sind auf jeden Fall noch bestimmt sehr, sehr, sehr spannende Partien dabei. Ich wünsche euch viel Glück, viel Petri Heil, viel Gesundheit, gerade in diesen Zeiten. Und viel Spaß beim Zusehen und Verfolgen des YouTube Predator Cup 2020. Ich bin raus. Danke. C'est la fin, c'est terminé, fin des deux jours, fin du deuxième jour. Et ça s'est mieux passé que le premier, on va dire. Parce que le premier, j'ai fait un joli capot, comme on dit en France. Et le second, j'ai réussi à faire quelques poissons pour sauver les meubles, donc je suis plutôt content. Donc voilà, un joli cendre ce matin, un plus petit cet après-midi, quelques perchettes entre-temps pour rentrer quelques points. Donc c'était une meilleure journée, c'était pas la meilleure journée de ma vie, mais c'était une bonne journée quand même. J'ai fait ce que j'ai pu avec les éléments que j'avais, donc j'espère que j'aurai quand même quelques points au classement. Je ne sais pas du tout le deuxième jour ce qu'ont fait les autres, on va voir ça. Et voilà, c'était une super expérience, c'était vraiment un bon moment en Hollande. Je pense que je reviendrai, et peut-être pour le YouTube Predator Cup l'année prochaine.
Mais voilà, c'était vraiment une super compétition et c'était vraiment, vraiment super. Jetzt alles oder nichts. Hab mein ganz gutes Stellen ausprobiert den ganzen Tag. Leider hat nirgends was funktioniert. Wir haben so viele große Hechte gesehen. Und die sind null interessiert für die Körde da. In alle die verschiedenen Polargräben, die sind am Leichen irgendwie, wo wir waren. Jetzt gehe ich zu einem Desperation Spot. Absolut. Sehr bekannter Spot. Hier kann tatsächlich alles gehen. Hecht, Zander, Barsch. Es ist auf jeden Fall nicht mehr gezielt auf Hecht, obwohl ich eine brauche. Es ist eher auf Hoffnung gedacht. Vielleicht verbessere ich auch damit meinen Zander. Das ist eine sehr gute Stelle. Manchmal sehr bekannt. Es kann sehr gut sein, wir treffen andere Angler da auch. So Leute, es gibt auf jeden Fall mindestens eine Person da vorne. Ich glaube auch nur einer und ein Kameramann. Ich befürchte, das ist Julo. Hey! Nice to see you! It's the end for me. It's the end? Yeah. You finished? Yeah. It was a good day? No. No? That's why I'm standing on the spot. Okay. Otherwise I wouldn't be here. Okay. Leute, wir haben jetzt hier Julo getroffen. Er ist auch gerade fertig. Er meinte, sein Tag heute war besser als gestern. Das ist immerhin, gibt mir ein bisschen Hoffnung. Er hat mir nicht gesagt, genau was er gefangen hat, tatsächlich. Aber ich muss ein Hecht erstmal versuchen, ein bisschen. Deswegen versuchen wir erstmal hier im Flachen. Enrico und Julo sind ebenfalls fertig. Allein Daniel steckt noch mitten in seiner Odyssee auf der Suche nach dem einen Hecht. Leute, die ganze Zeit, ich grübel mit mir selber wegen dem Hecht. Ich weiß, wenn ich einen größeren Zander hier fange, natürlich wird es mir helfen in der Wertung, aber nicht genug auf jeden Fall, denke ich, um weiterzukommen und auch nicht, dass ich ein Vollcard kriegen würde. Und deswegen, ich bin die ganze Zeit am grübel, was ich machen soll. Ich denke, ich werde tatsächlich, obwohl es sehr unwahrscheinlich ist, ich denke, ich würde wieder zurückgehen zu einem Polder, da wo ich gestartet habe, aber nicht da. Ich gehe zu einem Polder ganz, ganz nah zu, wo ich gestartet habe. Und ich denke mir, vielleicht können wir mit einem ganz großen Köder irgendwie einen Hecht zum Beißen bringen. Oder dürfen wir ihn gar nicht aufhalten? Oder wollen wir ihn aufhalten? Ich brauche einen Fisch, ich brauche einen Fisch. Einer geht, der nächste kommt. So ist das. Dann kann ich vielleicht helfen. Hecht. Hecht brauchst du. Ja. Hecht wird schwierig. Wie lange fischst du jetzt noch? Bis 7. Jetzt ist die Zeit des Fisch kommt. Zeit ist Fisch, Leute. Das. So. Da hast du gesehen, da war der eine Konkurrierende von mir aus der Gruppe, Salah. Ich glaube, seine Zeit ist vorbei. Also er ist jetzt nur am... Das ist Wahnsinn, dass der Typ jetzt wirklich... Wenn ein bisschen Angel geht nach dem Competition... Da weiß man, was man mit Konkurrenten man zu tun hat ja in der Gruppe, Leute. Go big. Oh, go home, Leute. Das ist die Phase, die wir erreicht haben. So, ein kurzes Stück weiter oben gehen wir. Sind immer noch gut in der Zeit. Haben immer noch wahrscheinlich 40 Minuten. Yes, fish. Okay.
Yes, baby! Da! Das hat sich gelohnt! Ja! Das ist vielleicht nicht ein Fisch zum Sieg, aber das ist ein Fisch zum Kater vormachen. Das wollte ich unbedingt. Ich habe durchgeangelt bis zum Ende, Leute. Kein Scheiß. Ganzen Tag hat das gedauert. Aber jetzt haben wir einen Fisch auf die Scale zu bringen. Gott sei Dank. Scale ist auch gleich nass. Hat es gleich einen Kescher mit drin gehabt. Da haben wir es, Leute. Mit meinem komischen Teigefischköder, die schon angesagt hat, funktioniert. Und endlich habe ich einen Hecht gefunden, die es nehmen wollte. Thank God. So, 74 Foto haben wir gemacht. Richtig geil. Nicht den Fisch zum Sieg wahrscheinlich, aber wer weiß. Thank you, my boy. Thank you, thank you. Bye bye. Yes, man. Yes. Nun also auch für Daniel eine Full Card und ein ziemlich starker Punktestand. Ein paar Würfe bleiben ihm noch. Leute, Leute, Leute. Ich denke, es ist halb sieben oder so. Aber man hat ja echt nicht viel Zeit mehr gehabt. 7,5 Stunden lang geworfen für den Scheißfisch. Aber da ist er schon. Thank goodness. Bin echt erleichtert. Jetzt kann ich einen Fisch auch an die Jury, an Toni hinschicken. So, Niveau, bam, zack. Weiter geht's, Leute. Wie spät haben wir? 18:31, da kommt noch einer. Da geht noch was. Ich gehe immerhin, wenn ich rausfliege, dann immerhin mit ein bisschen Stolz. War schon eine harte Gruppe und auch echt ein bisschen Pech mit heute mit dieser Laichgeschichte. Und von daher, oder auch gestern, ich meine, war nicht Pech, aber man hätte auch einen größeren Barsch oder einen größeren Zander haben können. Letzte 2 Minuten läuft. Es ist vorbei. Mein Fazit ist, also nicht schlecht. Auf jeden Fall nicht schlecht. Plan ist aufgegangen gestern mit dem Barsch und dem Zander. Heute ist der Plan überhaupt nicht aufgegangen mit dem Hecht. Plan war heute tatsächlich 3 oder 4 sehr große Hechte zu fangen. Das wäre auch für 3-4 Tage auch 100% auch möglich. Leider in den letzten paar Tagen gab es einen Umschwung. Deswegen ärgere ich mich doch ein bisschen darüber. Aber all in all, man muss erstmal den 6 Fische vormachen und fangen. Es hat Spaß gemacht. Dieser Wettbewerbmodus finde ich extrem spannend und richtig geil. Ich freue mich jetzt schon auf mein nächstes Turnier. Bin gespannt, wer weitergekommen ist aus der Gruppe und wird jetzt gleich hinfahren zum Camp und sehen oder die Ergebnisse erfahren und wünsche auf alle Fälle diejenigen, die weitergekommen sind aus meiner Gruppe, weiter viel Glück im weiteren Verlauf des Turniers. Ich denke, das würden wir haben, die sind auch sehr starke Angler alle bei mir in der Gruppe. Generell, aber alle Angler hier in das Turnier sind ziemlich stark. Leute, es hat Spaß gemacht, ich bin ziemlich fertig, muss ich sagen. Also es ist schon Wahnsinn, dass dieser letzte Fisch raufgegangen ist. Es war echt kurz vor Schluss und es ist schon hart, wenn man den ganzen Tag rumfährt und rumangelt 8 Stunden lang,
kriegt nicht einen Kontakt, schon bitter. Aber es zeigt sich immer wieder, man sollte nicht aufgeben, man sollte wirklich bis zum letzten Sekunde werfen. Und es kann jederzeit passieren, dass ein Fisch den Dorch anbeißt. Und Gott sei Dank ist es mir in diesem Fall auch gelungen. So, wir sehen uns beim Siegerehrung. Bis bald. Really, we have four anglers who would have passed if they would have fished in group A. So really good points in that group, which makes it a bit hard to tell now who didn't make it to the next round, because all of you did very, very well. Fourth place goes to a guy who's always very optimistic and wanted to catch, I think, 485 centimeter pike today. And yeah, didn't work out. No, it didn't work out. Mr. Amriani, congratulations. Yeah, then I will change the order a bit to make it a bit, yeah, more scary for everyone. The first place is a new, yeah, the first place scored more points than Toby did in group A, so a very, very good result, and it doesn't surprise me, Mr. Herbert Sierreis. Wow! And I'm glad, of course, for the person who finished second, but I'm also very sad for the person who finished third. And Enrico, I'm very sad to say it's you finishing third. I imagine. Okay. Ja. Ja, du hast dich heute ein bisschen schwerer getan, hast auch immerhin drei Fische gefangen. Ja, heute lief es nicht ganz so gut, nicht so gut wie erwartet. Aber du hast gestern halt wirklich alles in Grund und Boden geangelt und deswegen bist du auch verdient weiter. Enrico, du hättest einen kleinen Scheißfisch mehr gebraucht. Ich weiß. 42er Zander zum Beispiel. Ich weiß. Wir sagen Tschüss aus Gruppe B. Wir hoffen natürlich, dass es euch gefallen hat, dass ihr uns einen Daumen nach oben gebt. Gerne auch mal unten noch was in die Kommentare schreiben, den Enrico vielleicht ein bisschen trösten. Oder vielleicht einen Glückwunsch an Herbert und Jasmin ausdrücken. Oder mich auch ein bisschen trösten. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Ciao. Ciao. Aber du hast es nicht geschnappt. Nein! Was dachtest du denn? Das gibt's ja nicht! Nein, und hier mit den ganzen. Wie viele Punkte das ihr habt? Der ganze. Eher von 400. Der Kamera war aus, Leute. 460. Und Herbie zeigt mir sein Handy mit seiner Berechnung her, dass er 473 Punkte hat. Und er fängt mit mir an zu diskutieren. Und ich sag ihm die ganze Zeit. Du hast 476. Aber ich sag ihm die ganze Zeit, ja, es ist auch richtig. Ja, ohne Scheiß. Und er sagt mir. Wahnsinn! Er sagt mir die ganze Zeit, aber wie viel hat Jasmin? Ich sag 458. Aber was ist denn falsch mit meiner Rechnung? Ja. Ich sag gar nichts. Aber wie viel hat Jasmin? Und ich hab's echt nicht geschnappt. Also. Und dann hab ich irgendwann gesagt, Herbie, aber du weißt schon, dass du. Dann hab ich gesagt, Herbie, du weißt aber schon, dass du gewonnen hast. Dann er sagt, ne Schmarrn. Ich sag, doch, du warst Erster. Dann er sagt, ja, du warst Erster. Ich meine, du bist Erster. Aber jetzt hat er das, glaube ich, gecheckt. Ja, jetzt habe ich gecheckt. Du hast gewonnen, Herr. Ja, Wahnsinn. Gut gemacht. Der absolute Wahnsinn. Wahnsinn. Was für eine Konfusion am Ende. Doch auch wenn Herbert es zunächst nicht richtig verstanden hatte, er ist im Viertelfinale und gibt Frédéric Julien die Chance zur Revanche. Wir sind sehr gespannt, wer sich im Duell der Grand Seigneurs diesmal durchsetzen wird. In einer weiteren Viertelfinalpartie wird der Titelverteidiger Tobias Eckwahl gegen Jasmin antreten, die dem Duell mit einer Message bereits gestern eine besondere Würze verliehen hat. Toby, I have a message for you.
German anglers are the best. Wir freuen uns über neue Abonnenten, Support unseres Shops sowie der beim YPC beteiligten Marken und natürlich auch, wenn ihr nächste Woche wieder zur Gruppe C einschaltet. Ciao!